Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Joshua ist noch immer dabei. Genau, ja, zumindest noch Und so ein oder zwei Folgen. Mal sehen. Dex Sturmreiter hat gerade in der letzten Folge irgendwas von einem Bug geschrieben. Was denn für ein Bug? Was für ein Bug? Ist so, bei mir auch. Hä? Jetzt habe ich wieder in der Gruppe geschrieben. Ah. Ja, das verwirrt einen immer mit der Gruppe, weil das da automatisch eingestellt wird. Ja, das ist einfach nur ätzend. Was für ein Bug denn? Wovon sprechen die? Der Rex und der Tim, die sehen ja völlig identisch fast aus. Bis auf die Farbe. Ja, das sind solche Umschneideklamotten, die sich so gut wie jeder holt. Ach naja, du fliegst durch die Luft, sagen die. Ah, ich weiß, welchen Bug die Also in meinen. deren Augen fliege ich hier ganz komisch durch die Luft. Ja, ich weiß, was die meinen. Das ist so ein Grafikfehler, den hatte ich selber auch schon zwei, dreimal. Mich so, dass du oder wer auch immer davon gerade betroffen ist, wenn er zum Beispiel im Kampf ist, dann schwebt er etwas immer am Boden und hockt so ganz komisch und guckt dann nach oben in einer ganz steifen Position. Und wenn er dann zum Beispiel zaubert, siehst du die Animation gar nicht, sondern siehst halt nur, wie dann der Zauber da kommt. Total lustig sieht das aus. Aber Bugs bei Wizard 101 sind nicht besonders häufig, ne? Ich finde Oder? eigentlich schon. Findest du Ja, schon? also es kommt auch an, was für welche. Also Bugs bei Kampffeldern und so weiter gibt es eigentlich in Hülle und Fülle. Nur von den meisten kriegt man halt kaum oder gar nicht was mit. Danke. Eine letzte Bitte. Könntest du den Teleporterbogen in der Unterstadt reparieren? Dann könnte ich ihn benutzen, um nach Kalibur zu reisen. Ich glaube, es gibt im Archiv ein Buch über Teleporterbögen und ihre Funktionsweise. Ab ins Archiv, ich muss wieder ein Buch lesen. Teleporter wieder zum Laufen bringen? Ich bekomme hier habe ich Erfahrungspunkte und bin nicht mehr weit von Level 78 entfernt. Ja, das ist richtig. Ich habe mich in einer der letzten Folgen natürlich vertan. Es ist nicht Level 78, sondern Level 88, wo ich die Feuerschlange bekomme. Aber irgendwas hatte ich mit Level 78 im Kopf. Aber vielleicht war es einfach nur falsch. So, ich muss jetzt wieder ein Buch lesen. Eine Abhandlung über den Bau, den Unterhalt und die Reparatur von Teleporterbögen. What is going on? Mir rückt doch keiner auf die Pelle, Joshua. Aber den Anschein. So, nee, alles gut. Ich habe das Teleportieren eben wieder eingeschaltet. So zum Ende der Aufnahmesession. Es wollten noch mal ein paar Leute dabei sein, eventuell. Ja. Ja. Aber, ach, hier ist der Teleporterbogen. Zack, repariert. Huhu, ich bin der Beste. Teleportieren ist immer gut. Na komm schon. Ach ja, ach ja, ach ja. Du hast es geschafft. Danke für all deine Hilfe. Ich werde meine sieben Sachen jetzt zur alten Abtei schaffen. Richte Kay aus, dass ich den Schild dort bemalen werde. Hin und her, das ist nicht schwer. Von einem Mann zum anderen. Oder ne, Quatsch, das war eine Fuchsfrau. Jetzt noch das. Mir ist bewusst, dass es in den Straßen von Griesgramen nur so wimmelt. Aber du hast dir bei deiner Suche nach der meisterlichen Wappenmalerin durchaus etwas Zeit gelassen, oder? Nun, es ist gar nicht so schlecht, dass du so lange fort warst, um Ashlyn zu helfen. Sie wird dich direkt zu Sir Drustan Silverharps Hütte in Wildnis führen. Ich gehe nun ebenfalls nach Kalibur.
Würdest du noch die Hobgoblin-Plünderer und Peitschwanzpanther ja, ja. ablenken, bevor du dich auf den Weg machst? Bevor ich in die nächste Welt kann, muss ich hier wieder mal Standardkämpfe machen. Ach, deswegen habe ich das silberbesetzte Kartenspiel verkauft, weil es nur Mythos ist. Stimmt. Wisst ihr was, wir verkaufen das jetzt so. Zack. 250 Euro, mehr nicht. Naja, das ist mir zu doof. So, Hauptkartenspiel. Ausrüsten, auf in den Kampf. Wir müssen 4 Hobgoblins besiegen und 4 Löwen da oben. Peitschschwanz, Schwachmaten. Und dann können wir in die Wildnis. Oh, ja, die Wildnis, die ist interessant. Das ja? ist so der zweite Teil sozusagen von Avalon. Also, wenn man das so unterteilen würde. Dann zweite, zwei von wie vielen? Also, ich würde sagen, es wäre die zweite Hälfte dann. Was? Danach, schon? Ja, also, danach kommen dann schon noch so ein paar Sachen, aber ungefähr so der Schnittpunkt der Hälfte dürfte dann in der Wildnis sein. Gebiet, was danach kommt. Alles so Gebiete, die von der Story her aneinander angrenzen und auch so Atmosphäre her relativ leicht sind. Ja, cool. Bin ich gespannt. Juhu! Utongo LP schreibt, Azteca dauert gefühlt doppelt so lang wie Avalon. Fandst du das auch? Ja, bestimmt. Azteca war eine der längsten Welten überhaupt. Da gibt es wirklich sehr viele Welten. Das hatte natürlich auch den Grund, weil es eben dann auch sehr viel noch gab und sehr viel Wichtiges auch, sowohl die Story, Geschichte, einzelner Charaktere, und darum hat sich die ganze Welt sehr, sehr lang gestreckt. Allerdings muss man dazu sagen, dass 60-70% einfach nur Straßen- bzw. Endgegnerkämpfe waren. Mhm. Mehr eigentlich nicht. Okay. Man merkt dann wirklich schon einen starken Aufschwung. Also in Safaria, da sind ja die Gegner relativ schwach. Dann ab Avalon haben die plötzlich deutlich viel stärkere Attacken. Ja. Und in Azteca ist das Ganze eigentlich auch noch so. Und da nur da wird es noch härter gesteigert. Also hier haben ja die normalen Endgegner so, ja, ich weiß nicht, zwischen 9 und 19.000 Leben. Mhm. Ja, da haben so ein Endgegner auch schon mal gern 25-30. Okay. Na gut, das werden wir alles irgendwie hinbekommen. Ja, mit Sicherheit. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich freue mich schon total, wenn ich irgendwann mal das maximale Level habe. Ja. Ah hier, Sergeant Deutsch Rap hatte geschrieben. Ich finde deine Spielweise halt außergewöhnlich, schneller und vor allem effektiv. Mal eine andere. Ja. Lilo schreibt in einem der Kommentare, kennt jemand vielleicht einen Gutscheincode? Bitte antworten. So, wir haben 4 Hobgoblin-Plünderer besiegt. Jetzt müssen wir noch Peitschschwanz-Panther besiegen. Nein, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich gehe mal gerade aus dem Kampf raus. Okay, dann warte mal kurz. Ich versuche, die auch mal gerade zu bringen, wegzugehen. Ja. Geh's mal. Ach, diese Zufallskämpfe. Oh Mann. Obwohl es ja hier nicht so schlimm ist, wie zum Beispiel bei so einem Final Fantasy oder so. Weiß nicht, hast du jemals Final Fantasy gespielt? Oder so Rollenspiele in der Art? Ab und zu, wobei Final Fantasy selbst habe ich jetzt nicht. Plonks, da bin ich wieder, da ist gerade das Spiel abgestürzt. Und jetzt bin ich aus diesem Kampf rausgegangen. Ich habe gerade aus Versehen Wizard 101 beendet und dann ist alles abgeschmiert. Aber ist nicht schlimm, ist nichts passiert. Wir machen hier weiter, als wäre nie was geschehen. Wir müssen noch ein paar Peitschschwanzpanther besiegen. Mhm. Mhm. Dann tun wir das mal.
Dann tun wir das. Genau. Bevor es in die Wildnis geht. Dann aber erst beim nächsten übernächsten Mal. Denn nach dieser Folge ist die gemeinsame Spielzeit schon vorbei mit dem Joshua. Denn dann ist es schon echt spät jetzt. Und bei der nächsten Aufnahmesession wollte ich ja mal hier diese Alleinkämpfe erledigen. Ne? Ja. Muss man ja auch. Und wehe, ich verliere einmal. Oh, dann werde ich wieder gehatet. Ich sag's ja, oder? Was schrieb er hier? Keiner hat irgendwann mal geschrieben. Entschuldige, dass ich jetzt so schadenfroh bin. Ich kann mein Lachen kaum halten und so. Ich hab's dir ja selber gesagt. Du musst das Wasserwerk, bla bla bla. Immer diese Kacke mit dem Wasserwerk. Ja, also... Warst du auf dem Wasserwerk? Ja, also standardmäßig gehen eigentlich ungefähr 80% der Spieler nach Wasserwerk, wenn die Level 60 werden, weil das ist noch ein kleiner Tipp. Nach den Wasserwerk-Klamotten gibt es eigentlich fast nie wieder Besseres. Es gibt dann wirklich nur noch aus den höheren Spezialdungeons wie Arthurus und Dagmar und den Handwerksklamotten. Das sind die einzigen Klamotten, die noch ein bisschen besser sind. Der Rest ist schlechter als... Hm. Ja. Aber es ist so langweilig. Es ist so langweilig. Vor allem, es geht auch nicht so schnell mit dem Wasserwerk. Das ist das Problem. Es dauert schon so eine halbe bis dreiviertel Stunde, wenn nicht noch ein bisschen länger. Je nachdem, wenn irgendwelche Zauber verpotzt werden. Das heißt, die Zeit muss ich dann irgendwie am Computer sitzen und einfach das da so laufen lassen. Wenn irgendwas dazwischen kommt, keine Ahnung, das Baby nach mir schreit oder was weiß ich, irgendwas ist los und ich muss unterbrechen, dann ist im Prinzip der ganze Dungeon im Popo, sozusagen. Dann kann ich den Dungeon nochmal machen. Das heißt, ich muss mir, bitte? Deswegen, da sollte man sich dann schon ein gutes Team suchen. Aber das Problem ist eben auch, dass man die Sachen nicht zu 100% droppt. Also es gibt Leute, richtig, die sagen... Hm? Genau, das kommt auch noch dazu. Ja, ja. Tapfer, sehr tapfer. Also ne, manche, die sagen, ja, ich habe die ganzen Klamotten, was soll ich sagen, mal etc. alle beim ersten Geschatten bekommen. Aber das kann auch teilweise richtig, richtig lange dauern. Mhm. Beispiel in der Welt Aquila, da bei dem speziellen Endgegner, da kann man auch einen besonders guten Level 90er Ring bekommen. Deswegen machen da häufiger Leute den Gladiator, allerdings hat er auch nur eine sehr seltene Drop-Chance. Ich zum Beispiel habe den auch noch nicht. Ich habe da mal einen aus meiner Freundesliste gefragt, der hat gesagt, dass der diesen Endgegner auch schon über 300 Mal gemacht. Aber bis jetzt über 300 Mal? Ach du Schande. Das ist natürlich schon so eine seltene Ausnahme, aber es kann auch schon mal vorkommen. Wie gesagt, es ist reine Zufallssache und die sind sehr niedrig eingestellt. Darum kann man da viel Zeit verbrudeln. Jetzt wollte ich mir gerade mein Trend ausrüsten, um dem da zu begegnen. Weißt du was, das mache ich jetzt auch noch. Ist zwar voll albern, aber egal. Die Folge ist jetzt eh zu Ende. Und ich möchte da ein kleines Selfie mit diesem Baum machen. Du kommst mit mir. Oh, jetzt ruckelt es hier wieder bei mir. Ja, Wizard 1-1, ich höre jetzt gleich schon auf, keine Sorge. Das Spiel mag es nicht, wenn ich zu lange spiele. Naja. Die Festplatte sagt langsam, aber leise, goodbye. Na komm schon, ein kleines Selfie noch hier. Komm schon. So, jetzt beenden wir die Aufnahme.
noch. So. Dieser andere Baum ist so riesengroß, dagegen wirkt mein Trend ja voll pipi-mäßig. Manu. Ich wollte eigentlich ein schönes Bildchen mit dem machen. So. Ruckelt ja auch kein bisschen, ne? Ist klar. So. Ein Frame pro Sekunde, ja, traumhaft. Das ist der wahre Gaming-Traum. Ja. Das macht doch einen professionellen Let's Player aus, oder? Auch noch mit einem Frame pro Sekunde einen kühlen Kopf zu bewahren. Naja. Leute, ich glaube, es ist jetzt wirklich Zeit, hier den Aufnahmeknopf zu drücken, damit die Aufnahme beendet ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Joshua, fürs Mitspielen. Ja, hat mich gefreut. Ich komme gerne ein anderes Mal auch nochmal wieder. Ja. Ja, du bist ja auch schon wirklich lange dabei und jetzt wird es ja endlich mal Zeit, dass du auch mal dran kommst. Und irgendwann demnächst kommt auch mal der Daniel Blitztor, denn der ist auch schon sehr lange dabei und hatte auch schon so einige Szenen mitgemacht. Und mit dem wollte ich auch mal ein Gespräch innerhalb des Games führen. So. Na, ich glaube, das gibt ja keinen mehr mit der Framerate. Ist ja auch egal. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.